Hi und willkommen zurück bei Ixion. Wir sind im System Ilia angelangt und haben hier viele Sachen zu erforschen. Dafür bauen wir gerade neue Forschungsschiffe und ich gucke mal hier bei Plutarch vorbei. Die ersten Messdaten von Plutarch definieren den Planeten als eine Gravitationsanomalie. Es wurden potenzielle Analysestandorte lokalisiert. Exoskelette ermöglichen es unserem Team, den Planeten zu erkunden. Uns erreichen in extrem hoher Folge bruchstückhafte Übertragung von der Besatzung der Newton. Sie besagen, dass das Team gelandet ist und bereits seit mehreren Zyklen auf Anweisungen wartet. Studienzentrum, errichte eine Infrastruktur für fortgeschrittene Analysen. Ja, hier gleich komplett. Wir hauen hier richtig was raus und errichten eine Infrastruktur für fortgeschrittene Analysen. Genau, die anderen sammeln da ein. Wir haben eine gute Anzahl an denen, das passt auch. Die müssten jetzt hier alle voll sein. Hier hinten müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber das heißt ja auch, dass wir hoffentlich dann vorne raus ein bisschen Legierungen wegkriegen. Sodass wir hier hinten das noch umbauen können, so wie ich das wollte. Ah, aber das dauert hier anscheinend noch ein bisschen. Ja, die Integrität der Außensachen hier. Okay, wieso ist ein Sektor 1? Achso, da habe ich das abgebaut gehabt. Aha, interessant. In Sektor 2 hatte ich hier oben ja jetzt neu gebaut, genau. Hier könnte ich jetzt also noch weitere Dinge bauen. Beispiel so. Und hier hinten dann sogar noch wartungsmäßig sowas rein. Perfekt. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Reicht das Ganze auch hier erstmal dann wieder ab. Nahrungstechnisch auch alles noch gut, obwohl es eigentlich hier nur 97% ist. Aber gut. So, hier haben wir jetzt 5 Leute mehr in Sektor 5. In Sektor 5, weil wegen dem Forschungsschiff wahrscheinlich. Wir sitzen da. Jetzt so eine komische ungerade Zahl. Schicke ich mal 5 Nicht-Arbeitskräfte von 5 nach. Vielleicht lass es so. Machen einfach noch mehr. Also 5 Nicht-Arbeitskräfte von 2 nach 5. So, 10 von 2 nach 1. Von 2 nach 3. Von 2 nach 4. Haben wir das hier nämlich ein bisschen aufgefüllt. Und da haben wir noch ein paar mehr Leute, die wir hier in Sektor 2 theoretisch noch auftauen könnten, wenn wir das denn wollten. Ich hätte eigentlich ganz gerne kurz das angeschaltet. Einfach aus dem Grund, dass ich hier so ein, zwei kleine. Schalte ich dich mal aus. Ein, zwei kleine Wassersachen verbrauchen möchte oder Eissachen, damit wir die hier rauskriegen wieder. Gucken wir mal. Und dann kann ich doch eigentlich hier in dem Sektor noch ein paar Sachen auftauen lassen. Da oben die Sachen, baut die mal, genau. Passt auch, wir sind Sektor 2 hier. Genau. Sektor 5 könnte ich auch noch Batterien brauchen eigentlich. Achso, ich habe jetzt auch das wieder angeschaltet, hängt ein bisschen damit zusammen. Und wie sieht es mit den Legierungen aus? Na, nicht so gut verteilt hier überall. Eins stelle ich mal auf 500. So. Aber könnte etwas besser verteilt sein. Aber gut, hier gehen ja auch Sachen jetzt raus, um entsprechend unsere Stationen am Leben zu halten. Ich kann nochmal... Ach, Plutarch kann ich gleich schon wieder vorbeischauen. Meine Güte, Leute. Schlag auf Schlag hier. Gut, aber wir schicken die Sonden raus. Und lassen hier möglichst viel abbauen. Guck mal, hier gibt es noch irgendwo einen Planeten anscheinend. Da, perfekt. Aber da auch gleich noch ist eine Sonde. Guck mal, hier oben. Da ist auch noch was. Ja. Noch Eisen. Genau, und dann stelle ich hier vielleicht den mal auch um auf Silizium.
Okay, und Plutarch, was? Wir empfangen keine Übertragung mehr vom Team der Newton. Biometrische Daten deuten darauf hin, dass die Besatzung einen beschleunigten Alterungsprozess durchlief. Dies führte zu Hunger, Dehydrierung, Wahnsinn und schließlich zum Tod. Die Expedition wird aufgegeben. Okay. Oha, okay, also wir bringen jetzt die Newton zurück. Unser... Genau, hier wird es reinlaufen in Sektor 5. Das heißt, in Sektor 5 werde ich gleich noch 5 Arbeitskräfte benötigen. Also Arbeitskräfte von 2 nach 5. Jetzt müssen wir mal langsam gucken. Hier in 3, kein Problem. Ich könnte die 1 noch umsetzen. Da haben wir auch noch ganz schön viele, oder? Ja, also 1 Arbeitskräfte von 1 nach 2. Und Nicht-Arbeitskräfte von 2 nach 1. Dann sollte das auch gleich passen. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen was zum Auftauen, ein paar Leute. Also auch ein paar Arbeitskräfte, weil es sieht so ein bisschen schon wieder so aus, als wenn wir die nicht genügt haben. Jetzt haben wir hier noch die Planck, die Max Planck. Okay, die schicken wir mal nach Nimutor. Die Newton kommt zurück. Die Erlenmeyer ist hier. Die schicken wir dann mal da hin. Ah, aber hier im Sektor 1 habe ich jetzt... So, ich habe ja natürlich so viele Sachen abgeschaltet. Das liegt natürlich auch daran. Genau, und dann brauche ich jetzt eigentlich auch kein Eisen mehr. Achso, nee. Komm, du kannst ja hier trotzdem auf Eisen bleiben. Machen wir das ruhig mal so. Ja. Und dann... Ja. Okay, so lassen wir das einfach. Genau, die brauchen jetzt hier erstmal kein Eisen mehr bringen. Das macht nämlich keinen Sinn. Okay. Der Rest passt auch so. Dann sollen die mal so ein bisschen Sachen abbauen. Okay. Achso, die Newton hat jetzt auch wieder aufgefüllt, ja? Okay. Da habe ich schon fast wieder zu viele Forschungsschiffe. Dank ist da. Du bist die Erlenmeyer. Aber dann machen wir doch mal Folgendes. Du kehrst mal dahin zurück und Newton fliegt dahin. Und dann... Nehme ich die Planck einfach mal raus. Das sind viel Forschung. Wo haben wir das jetzt hier? Einmal alle durch. Genau, die Planck nehmen wir raus. Und dann, was haben wir hier? Sektor 5. Sollten wir da dann auch die entsprechenden Leute haben, ne? Na, passt noch, ne? 15 im Plus, oder? Ja, gucken wir uns gleich mal an, wenn die auch zurückgekehrt ist. So, die fliegen da hoch, die fliegen da hoch. Da ist eine Sonde auf dem Weg, da ist auch eine Sonde gleich dort. So, dann schauen wir hier nochmal ein bisschen rum. Hier, das findest du ja gleich. Hier zum Beispiel. Da ist doch noch irgendwas. Da. Da geht noch eine Sonde hin. Hier noch riesige Mengen an Silizium. Dann geht da bitte auch noch eine Sonde hin. Okay, das bist du, der hier findet. Bis. Schicken wir da mal noch eine hin. Decken wir noch ein bisschen Kohlenstoff auf. Genau. Das hat er jetzt hier erstmal geschafft. Heißt aber auch, dass ich das nochmal umbauen könnte im Siedlungszentrum. Ja, genau, machen wir das mal. Wir haben ja genügend Forschungspunkte aktuell. Genau, die beiden Schiffe auf dem Weg. Und dann demontieren. Die Planck ist noch nicht hier, oder was? Ach, da ist sie. Ja, okay. Gut. Dann müssten wir doch eigentlich auch die Besatzungsmitglieder gleich zurückkriegen.
vorne. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen Kohlenstoff einlagern, aber also nur gering. Das haben wir jetzt auch geklärt. Haben wir jetzt hier hinten endlich. Haben wir das jetzt auch fertig. Sehr gut. Dann kann ich hier nämlich das abreißen. Dann müsste ich halt mit der Halde hier reinpassen. Ja. Und dann würde hier nämlich noch so der Plan genau das Siedlungszentrum reinpassen. Perfekt. Passt, wackelt, hat Luft. Machen wir so. Genau, kann ich... Ach nee, das kann ich noch nicht in Auftrag geben, weil die eine Forschung wahrscheinlich von der anderen abhängt, ne? Mal kurz, hier Siedlungszentrum. Das hier unten hängt mit Wohnheime und mit dem da oben zusammen. Okay, dann packen wir das andere gleich rein. Und dann gucken wir mal. Science Ship. Genau, ist da und da gleich. Okay. Aber da warten wir noch einen Moment. Die sollen erstmal die Sachen einsammeln. Dann hier mal reingucken. Genau. Hat hier die Leute ab hingebracht. Das passt also auch. Hier mich jetzt. Möglichkeit, eigentlich hätte ich eins zu viel hier, aber gut, egal. Okay. 3 ist klar. Boah. Okay, dann ist das so. Schick mal 10 nicht und 10 Nicht-Arbeitskräfte nochmal von 2 nach 6. Ich auch wieder hier. Da sieht es ja auch richtig gut aus. Sehr schön. Stabilitätstechnisch sieht es auch gut aus. Fällt mir. Hier hinten kann ich jetzt... People of the VVS Tycoon, we have detected the presence of a BMS warship in the Ilya system. The Piranesi has followed in the footsteps of your Vol Trace. Oh. We have no weapons, no military solution against such an enemy. Oh. To ensure the survival of this settlement in Ilya, you will have to find a way to silence him, once and for all. Okay, ein Kriegsschiff. Was ich hier gerade mache, ist einmal hier umswitchen, dass ich zumindest zwei von diesen anderen Teilen kriege hier. Bin ich natürlich auch gucken. Ich hätte vielleicht noch eins, zwei... Theoretisch könnte ich noch eins mehr bauen, wenn ich hier so eine Andockbucht wieder aufgebe. Wir gucken mal rein. Ich weiß auch gar nicht, wo er das gefunden hat. Da unten die Piranesi, hier. Wir müssen also jetzt irgendwie Lösungen finden. Aber ich klicke mal als erstes hier rauf. Trotz geringen Durchschnittstemperaturen auf Numitor wurden in der Atmosphäre des Gasplaneten anormale Wärmezonen entdeckt. Wir sind in Numitors Atmosphäre eingetreten. Sie ist trüb und glutrot. Macht es nahezu unmöglich, etwas zu erkennen. Extreme Druckwerte wurden nahe des flüssigen Planetenkerns gemessen. Warten auf weitere Anweisungen. Hier wir auch wieder Sachen bauen. Also, wir probieren es mal mit so einem Forschungszentrum. Schick mal das hier los. Okay. So, und das dritte Schiff von denen hier, die Uibu irgendwas. Hier. Die breche ich mal ab. Okay. Und demontiere. Welches Schiff habe ich jetzt dann mit dem anderen beauftragt eigentlich? Okay, eins nach dem anderen. Hier oben sind wir jetzt auch. Wir gucken mal kurz. Vorläufige Daten enthalten viele Ungereimtheiten. Aventin emittiert große Mengen Partikel, die nicht von einer atomaren Struktur gelöst sein dürften. Diese Emissionen scheinen keine physische Gefahr für unsere Wissenschaftsteams darzustellen. Dennoch reichen theoretische
psychologische Auswirkung von unbekannt bis katastrophal. Die Dolos-Sicherheitsprotokolle raten zu äußerster Vorsicht. Wir sind auf dem Planeten gelandet. Eventim ist von einem pulverigen Schicht gelben Schwefels bedeckt. Es rieselt in die vielen Spalten auf der Oberfläche des Planeten. Diese Risse ermöglichen einen spektakulären Blick hinab auf Eventins Kern. Ganz anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Tellurische Säulen ragen aus dem zentralen, perfekten, kugelförmigen Kern. Das habe ich aber schon mal gelesen, oder? Und stützen die Planetenoberfläche. Der Kern scheint den von oben herabfallenden Schwefelpulverregen wie ein metallisches Samenkorn zu absorbieren. Ah. Okay, wir gucken uns mal den Kern an. Mal schauen, was wir finden. Hier bei Numitor gucken wir auch mal. Habe ich das jetzt hier... Habe ich das falsche? Nubrok. Griff Nabrok kriegt jetzt hier... Okay. So, dann reiße ich dich nochmal ab. Und die beiden Forschungsschiffe ziehe ich hier rüber. So. Und dann ist das Teil nämlich wieder leer. Kann es wegreißen und dafür kriegt es dann nochmal so ein Sondenteil. 1, 2, 3. Drehe ich das mal noch auf das um. Dann habe ich wieder 3 Abwehrmaßnahmen. Das ist mir nämlich lieber. Machen wir eins nach dem anderen. Das passt aber. Schiff sollte dann auf dem Weg sein. Genau. Hier haben wir auch genügend drinne, genau. Hier hinten haben wir jetzt aber irgendwo jemand, der sich meldet und was sagt. Administrator, alles bestätigt die traurige Wahrheit. Die Paranesi ist uns ins IDA-System gefolgt. Großartig. Großartig. Okay. Administrator, I am not dead yet. I will feed on your beautiful community. I will build my rebirth. Are you ready for your... Spricht ein bisschen undeutlich, der Gute, ne? Gibt's den jetzt wenigstens kaputt oder so? Leute, das war's jetzt, oder was? Okay, beenden. Guck mal hier. Ah, hier gibt's noch irgendwas. Was ist hier los? Administrator, hier spricht Lisa Amiran vom Wissenschaftskonsortium aus Sektor 1. Die hat uns auch schon mal den Arsch gerettet. Erneut nehmen wir uns die Freiheit, Dolos-Protokolle zu umgehen, um sie zu kontaktieren. Wir haben Eden analysiert, nachdem sie von PA der Paranesi attackiert wurde und erhielten einige interessante Daten. Informationen über Remus und zahlreiche Kolonisierungsprotokolle befanden sich seit dem Beginn der Tycoon-Mission in Edens Datenbank. Und das ist noch nicht alles. Wir entdeckten auch Einzelheiten zu einem weiteren nutzbaren Exoplaneten im Ilia-System, dem Planeten Romulus. Na klar, Romulus und Remus natürlich. Dieser Planet wurde maskiert, damit er nicht in den Berichten auftaucht, die sie erhalten. Wir haben administrative Gegenmaßnahmen ergriffen und empfehlen, ein Team zu diesem Planeten zu schicken. Wird gemacht, sobald ich weiß, wo er ist. Weiß ich schon, wo er ist? Nee, ne? Okay, dann, also wir machen nochmal eine Sache. Ich brauche jetzt dann doch eine Sonde. Mal ganz kurz, wo ist hier unser erstes? Hier. So, ich nehme mich also mal raus und setze ich hier auf Sondenbau. So. Guck mal hier in 5. Da habe ich jetzt wieder Platz und kann hier einen Sondenwerfer bauen. Zack. Und hier hinten habe ich ja einen Sondenwerfer, der hier Abwehrteile hat. Uff. Hä? Also. Ah, der baut Sonnen. Ah, okay. Der hat das daneben. Und hier hinten haben wir auch noch den. Okay, super. Hier nehme ich mal die Straße raus. Dann haben wir hier noch ein bisschen Zeit. Oder ein bisschen Platz. Oh, ich guck mal. Macht die Piranesi hier was? Nicht wirklich. Hm, da hinten haben wir noch Vulcanus. Und dann gucken wir mal hier hinten in Aventin vorbei. Das Team der Ermeiler hat große Schwierigkeiten, ein Untersuchungsprotokoll für den Planetenkern zu etablieren. Nach diversen Versuchen kommt das Team zu dem Schluss, dass die riesige zentrale Kugel in Elementarteilchen, einschließlich Bosonen und Phreustachyonen, auf selektive und unvorhersehbare Art und Weise interagiert. Es wurden 10 zuvor unbekannte Elementarteilchen identifiziert. Die Daten von der Kernanalyse auf die Eventum wurden in den kommenden Jahren den Weg ebnen für eine neue wissenschaftliche und technologische Modelle.
Okay. Gucken wir uns den Rest noch an. Ah, da ist Romulus. Dann werden wir natürlich unser Team, sobald die da fertig sind, dann da auch hinschicken. Und jetzt nur mal gucken, was hier mit den Kollegen, die sind hoffentlich irgendwie unterwegs. Bestimmt, bestimmt. Die bauen hier irgendwo was ab, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, wo diese... Hier sind die jetzt irgendwo. Okay, macht mal. Das passt schon. Genau, ich könnte hier mal reinschauen. Wir können jetzt 50 Kolonisten da entsprechend ausbilden. Und wo bist du noch? Hier im Entwicklungszentrum. Dann hauen wir hier mal gleich. Dann können wir 200, ja? Okay. Na, da bin ich ja gespannt. Aber wäre es dann nicht besser? Wartet mal. Ich habe noch eine Idee. Nehmen wir den Sondenwerfer hier nochmal raus. Hier habe ich jetzt wenigstens eine Sonde. Die hatte ich eigentlich jetzt umgeswitcht, um Romulus zu finden. Aber das ist anscheinend schon entdeckt. Brauche ich also gar nicht. Dann schicke ich es mal dahin und dann holst du noch ein bisschen Eisen. Ne, weil da ist Romulus. Also schon gefunden. Genau, mein Plan ist gerade, hier das nochmal zu tauschen. Und hier entsprechend diese Rampe reinzusetzen. Und zwar am besten die hier. Dann tausche ich die mit einem von dem. Eigentlich egal. Hier hinten könnte ich sogar auch Eisen reinbringen. Okay, dann machen wir das mal so. Das bei Nummer 5 sind wir mal 300 Eisen rein. Und bei Nummer 1 machen wir mal 500. So. Passt. Gut, hier hinten. Achso, hier hinten habe ich jetzt noch Legierung. In der 6 kann ich dann auch auf, stellen wir mal auf 600. Und dafür in der 4 dann auf 600 runter. Und in 2, machen wir mal hier so, 2, 3, 3. Okay, perfekt. Irgendwo war Science Ship fertig. Da oben. Die Analyse zeigt, dass die Masse bestimmten Partikel, aus denen Aventis Materie besteht, einen verdächtigen Zustand besitzen. Die Planetenoberfläche enthält viele Isotope, die bisher als unmöglich galten. Viele unserer Theoriemodelle wurden durch die Entdeckung auf Eventin in Frage gestellt. Leider ist die Planetenoberfläche äußerst brüchig, was jegliche Langzeituntersuchung gefährdet. Okay, dann fliegen wir einfach mal weiter. Und fliegen mal. Gehen wir direkt nach Romulus? Trifft die Aschgranin auf Remus ist das nächste. Ich will mal erst noch. Fliegen wir noch eins dahin weiter. Die haben ja noch ein bisschen Zeit aus meiner Sicht. So, genau, hier kann ich jetzt Weltraum, Außenbord, Andockbucht. Hier setze ich jetzt noch die Andockbucht rein. Dann kann ich das nämlich verlegen, weil hier habe ich ja die Möglichkeit, Sektor 5. Ich werde hier da am besten wiederum, ne? Ach, Leute, aber da habe ich ja wie... Ah, okay. Hm, stopp. Halt, stopp. Okay. Wir machen das so. Bevölkerung. Wo ist es? Bin ich irgendwie doof? Wo bist du denn? Ah, hier. Genau, du kommst da rein. Dann kommt hier aber wirklich noch unser Sondenwerfer hin. Machen wir das doch so. Okay. Gut. Ich denke, wenn wir das hier so entsprechend umplanen, passt es. Und dann muss hier nämlich unser Andockbucht rein. Und das passt jetzt hier natürlich nicht mehr, weil hier sind wir jetzt das zu breit. Das heißt, das fällt dann einfach erstmal raus. Soll uns aber nicht stören. Hier sind wir jetzt... Achso, was die Personen, die irgendwo arbeiten, anbelangt, müssen wir den eh noch tun. Administrator, a new request awaits your attention. Denn jetzt schon wieder, Leute. Hier, Sektor 4, was wollt ihr?
Administrator, hier spricht Lisa vom Wissenschaftsteam aus Sektor 1. Trotz unserer Gegenmaßnahmen blockiert Eden weiter den Romulus. Ich will mich klar ausdrücken. Wir müssen Eden abschalten. Sie verändert alle Daten, die sie erreichen, ebenso wie die Daten, die Besatzungsmitglieder miteinander austauschen. Sie haben das vermutlich bereits bemerkt. Eden gehorcht den Prinzipien von Dolos, die heute wahrscheinlich mehr als ein Jahrhundert veraltet sind. Sie ist darauf programmiert, uns daran zu hindern, Romulus zu erreichen und einen Neuanfang zu machen. Sie wird nicht abweichen von den alten Träumen längst untergegangener Konzerne, die von Lynaklysmus herbeigeführt haben. Achso, die den Lynaklysmus herbeigeführt haben. Macht Sinn. Sie ist vollständig abgekoppelt von dem, was die Besatzung einschließlich ihnen durchgemacht hat und immer noch durchmacht. Wir haben erfolgreich ein Protokoll zur Abtrennung in der Datenbank der Außenbordschleuse hinterlegt. Bitte, Administrator, Sie sind die einzige Hoffnung. Was für eine Außenbordschleuse? Wo hinterlegt? Achso. Kann ich das hier bauen vielleicht? Hier? Ah ja. Eden-Deaktivierung. Benötigte Ressourcen 8. 8 Elektronik. Okay. Dann werden wir wohl Eden deaktivieren. So. Ups, was ist hier? Achso, genau. Da bringen wir jetzt noch Sachen hin. Das ist in Ordnung. Der Kollege ist da hinten auf dem Weg hin. Ist auch okay. Die Paranesi dümpelt da unten rum. Kann ich auch mit leben. So, und jetzt brauchen wir hier noch die Außenbordschleuse. So. Nee, auch schon wieder falsch. Mann. Komm mit den Begrifflichkeiten hier langsam. Ne? Andock. So. Passt. A sideship has arrived at its destination. Gut, das passt auch. Und den Typi kann ich jetzt hier mal kurz rausschmeißen. Genau, Sideship drüben ist da. Okay, die bauen die Sachen hier, so wie wir das wollten. Außenbordschleuse hinten. Müssen wir dann noch entsprechend umswitchen. Und die nach hinten verlegen. Das heißt aber auch, eigentlich bräuchte ich hier irgendwie Eis noch haben, um das nach vorne zu transferieren. Weil ich ansonsten kein Eis reinbringen kann. Fällt mir nicht so. Oder natürlich in 1 wird es auch noch gehen. Ah. Fällt mir alles nicht so richtig. Hier habe ich Müll. Auch nicht wirklich. Zwei davon habe, die Teile, ne, die passen ja wieder nur so und so, das ist ja auch wieder Mist. Hier habe ich gerade noch nicht so richtig einen Plan. Vielleicht lasse ich einfach beide aus dem Bord schleusen. Aber erstmal ist Science-Ship da angekommen. Ich habe auch übrigens genügend Sachen zum Forschen. Noch ein paar Sachen. Das Siedlungszentrum ist ja jetzt fertig. Aufbereitung. Werkstatt. Forschungsschiffe. Baut mich jetzt alles gerade nicht so rum. Lageroptimierung. Machen wir doch die beiden Sachen hier mal in der Andockbucht. Das kann ja immerhin nicht schaden. Ja, aber wie gesagt, das gefällt mir jetzt hier nicht. Was machen wir denn da? Ja, wie gesagt, in der 1. Ach so, oder? Wartet mal. Hier sind die drinnen. Die soll ich dann nach hinten verlegen. Hier sind die drei. Das wäre doch eine Option. Hier will ich das sehr rausnehmen. Will ich das hier rausnehmen? Ja. Könnte es natürlich auch hier rausnehmen. Ist ja eigentlich auch egal. Auch nicht schlecht. So, hier habe ich es jetzt weg. Hier baut das. Okay, das wäre also auch noch eine Option. Das mache ich vielleicht noch kurz, bevor wir hier auch schon wieder die Folge endet. Dann gucken wir mal bei Vulcanus vorbei. Untersuche die Störung. Okay, auf der Oberfläche des Kometen Vulcanus gibt es zahlreiche elektromagnetische Störungen. Erste Bilder zeigen den leuchtenden grünen Schweif des Kometen. Hier spricht das Team der Erlenmeyer. Wir sind auf Vulcanus gelandet. Annäherungsanalysen zeigen, dass der Komet große Mengen Bohr abwirft. Es wurden außerdem erhebliche elektromagnetische Störungen festgestellt. Sie scheinen jenen auf dem Planeten Kokatanski im Mortarsystem zu ähneln. Ich kann mich nicht erinnern, Leute. Ich kann mich nicht erinnern.
was da in dem anderen System war. Deswegen lassen wir das jetzt so. So, Sektor 4 hat übrigens jetzt schon wieder irgendwie hier Problemchen. Ach, Leute, Leute. Yeah. Also, was haben wir jetzt hier? Schick mal. Also, eins. Hier. So. Okay. Dann nehmen wir hier noch ein Forschungsschiff rein. Okay. Ich, egal, oder? Hier. Dafür noch eins von denen. Okay. Hier noch eins. An die Tor da rein, aus der 3. Nee, hier, Deltoid oder... Okay. Achso, nee, das lassen wir mal so. Boah, jetzt komme ich gerade durcheinander. Das will ich ja loswerden. Dann hier. Zack. Und hier vorne. Noch den. So, dann müssten wir alle wieder verteilt haben. Genau, das verteilt, das verteilt. In der 3 kommt es jetzt an und hat hier Wasser und Eisen. Das ist gut. Hier haben wir jetzt nichts drin und das heißt, das kann ich rausnehmen. Und das ist auch gut, weil hier hatte ich eh das Thema in der 4 mit den Arbeitskräften. Kann da dann wieder so eine reinsetzen. Hier hinten habe ich die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel die Bulwark hier zu verwenden, um später... hier Kolonisten wegtransportieren zu lassen. Okay, passt für mich. Ich bedanke mich an der Stelle mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, gucken, wie es hier weitergeht. Bis dann. Macht's gut.